Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Wizards Wheel 2. Ich bin immer noch so ein bisschen am Überlegen. Ich bräuchte zumindest für einen Stream oder wenn ich irgendwie im, keine Ahnung, Discord darüber rede, mal irgendwie eine fetzige Abkürzung dafür. Aber WW2 ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist so eine Abkürzung, die ist irgendwie mit was anderem belegt und das möchte ich nicht unbedingt mit meinem Let's Play in Verbindung bringen. Nun, schwierig. Wir sind, wie in der letzten Folge angekündigt, jetzt wieder im Livestream und ich habe die... doch, das passt, Seela, kein Problem. Und ich habe die... Ja, ich hatte fast gesagt, Dimension fast durch. Aber die Dimension habe ich natürlich nicht durch. Also ich bin halt so weit, wie ich jetzt irgendwie komme. Und viel weiter geht es halt irgendwie nicht. Also bin halt erstmal wieder stuck. Und das ist aber auch okay. Wir kriegen 500 Time-Mana. Können einfach mal Time-Warpen. Können die Statues ein bisschen leveln. Kriegen vor allem neue Statuen. W2W ist gar nicht verkehrt. Ist gar nicht blöd, weil wenn man oben aufs Logo guckt, also wird es ja quasi auch Wizards to Wheel, zumindest im Logo geschrieben, was halt eigentlich keinen Sinn macht, aber W2W? Das erinnert mich spontan eher so an 2W6 oder so, oder keine Ahnung, wirf mal ein W10. Aber ja, wir timewarpen einfach mal. Achso, Moment, timewarpen wir schon? Nee, ich habe noch Gold, was ich ausgeben kann. Und damit haben wir jetzt entweder die Option... Habe ich den Bogen noch? Den habe ich schon verkauft, ne? Wir können das auf jeden Fall mal alles verkaufen. Habe ich noch was im Inventar? Also ich würde die hier gerade noch ein bisschen weiter leveln wollen, auf jeden Fall. Also das ist gerade am Maximum. Mehr gibt der Blacksmith nicht her. Aber hier können wir noch was leveln. Ich bin am Überlegen, ob ich halt noch eine vierte Waffe haben will, die wir anpassen. Ich hätte genügend Gems. Ich will dich auf jeden Fall storen. Ich will dich auf jeden Fall storen. Ich habe zwischendurch übrigens auch festgestellt, oh, ich habe ja ein Pad, was ich mal aktivieren könnte. Was ich halt super lang einfach vergessen habe, weswegen das jetzt auch spontan Level 47 ist, weil das kriegt ja XP, wenn es nicht benutzt wird. Macht jetzt aber auch nicht so viel, also es bringt halt 27% Fatality Bonus. Das ist okay, aber nicht fantastisch. Ich bin am Überlegen, ob ich das neue Ei ausbrüten will. Ich weiß halt nicht, was da drin ist. Ich könnte es nachgucken. Ein Putrid Egg mit 30 Minuten. Ich glaube, ich gucke das jetzt einfach nach. Wir sind... ich brauche... Ich muss mir das Wiki auch einfach mal bookmarken. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Aber nicht die Suchseite, sondern schon das Wiki an sich. So, und dann... Gab es irgendwo eine Liste von allen Eiern? Beziehungsweise von allen Pets, aber ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo hatte ich die gesehen. Vielleicht bei den Items irgendwo mit bei? Gibt es zum Beispiel einen Calculator? Es gibt bestimmt einen Breeding Calculator für die Hatchery. Safe Call. Ah, in Wirklichkeit ist das bei den Gebäuden bei der Hatchery, glaube ich, mit bei, ne? Jo, Egglist. Putrid Egg, 30 Minuten. Kann entweder ein Troll oder ein Goblin sein. Oh, oder ein Undead Astronaut. Nee, das kann es noch nicht sein. Gott, das kann richtig viel sein. Okay, also entweder kriegen wir einen Strength oder einen Luck Bonus. Das finde ich tatsächlich beides besser. Als den Vita-Bonus, oder? Also der Punkt ist, wir können es halt im Moment nicht ausbrüten, weil wir dafür... Achso. Warte, Lock, Deactivate.
Okay, dann bist du, belegst du aber trotzdem das Nest. Ja, das ist halt uncool. Ich dachte, ich kann dich vielleicht in den Breeding Room packen. Und dann. Ja, die Sache ist jetzt halt, also um das andere Ei quasi auszubrüten, müsste ich entweder knapp 600 Time Mana in ein anderes Nest stecken, was mir im Moment auf jeden Fall noch zu viel ist, oder ich müsste das Pad halt freilassen. Vielleicht hebe ich das Ei auch einfach auf. Vielleicht hebe ich es auch einfach auf. Okay. So, dann wollte ich noch zum Blacksmith. Ja, perfekt. Dann können wir die noch auf Stufe 11 bringen, beide. Das ist doch cool. Mehr kann der Blacksmith halt auch gerade nicht. Und dann bin ich, glaube ich, bereit zum Resetten. Jo, let's go. So, was haben wir für eine Alternate Timeline? Faster, stronger. Passive Skills have no effect. Was sind denn Passive Skills? Aber das ist quasi genau das gleiche wie vorher. Und, oh Gott, all heroes are chickens. Und dafür kriegen wir anderthalbfaches Time Mana. Lass mal gerade machen. Also einfach um das Chicken freizuschalten. Dafür finde ich das okay. Aber es sind jetzt halt einfach alle Helden Chickens. Lass mal kurz gucken, was das Chicken so tragen kann. Das ist halt großartig. Oh, das kann halt nichts tragen. Ja, das ist halt sad. Ja, lass das halt nicht machen. Dafür lohnt sich das Time Mana, also die 50% mehr halt auch einfach nicht. Aber das Schöne ist, dass wir jetzt halt einfach sagen können, revert to normal timeline. Dann verlieren wir zwar den 50% Bonus, was das Mana angeht. Oh wait, und die Helden, die Champions müssen jetzt aber alle neu rollen? Hold on a second. Ne, hier können wir das wahrscheinlich relativ easy machen. Dich können wir mal trashen. Hier können wir wahrscheinlich einfach kurz leveln. Ach, wir haben voll wenig. Ah ja, wir haben voll wenig Gold. Das macht auch vollkommen Sinn. Lass mal gerade so einen Mega Boost Jewel einsetzen. Jo. So, dann würde ich hier gerade nochmal. Ah, wir haben ja jetzt neue Statues. Also Int ist. Ach, ich muss nochmal nachgucken, ich vergesse ständig, was was macht. Dafür brauchen wir erstmal einen Champion. Okay, refresh mal. Das ist okay. Ja, gib mir mal einen Baden. So, und dann. So, Intelligence macht einfach nur Spell Offense und Ambush Percent. Also Spell ist halt richtig, also Intelligence ist halt weird, beziehungsweise wurscht. Spirit ist halt noch nett für Status-Effekt-Resistenz. Aber das hast du auf Charm halt auch. Also es ist eigentlich schon. Agility. Overcharm. Overluck, over Vita, over Strength. Irgendwie so wäre, glaube ich, meine Reihenfolge. Also ich will auf jeden Fall hier überall einen Punkt rein haben. Dann will ich auf jeden Fall einen Punkt in Inheritance haben. Und dann packen wir da noch einen Punkt in Learning. Und dann würde ich, glaube ich, noch einen in Agility packen, einfach weil es schon einfach gut ist. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Keine Ahnung, ob es im Wiki dazu Empfehlungen gibt. Wird schon passen. Okay. Wen hätte ich denn jetzt noch ganz gern mit am Start? Dich würde ich ganz gern mitnehmen. Hier ist halt schon auch einfach Trash, ne? Hätten halt vorher mal weiter upgraden sollen. Können jetzt noch 200.000. Ja, komm, machen wir mal. Da
Dann müssen wir jetzt, bis wir wieder refreshen können, nochmal 6 Minuten warten. Das ist okay. Ich würde den Hunter schon mitnehmen. Hunter ist in Ordnung. Ich glaube, der Fire Dancer, hatten wir den schon? Hatten wir. Ich glaube, ich fand den furchtbar, aber ich nehme ihn erstmal mit. So, der kriegt aber kein Equipment, weil fuck that. So, du kriegst mal Ditte. Du kriegst Ditte und du kriegst das. So, dann können wir das alles verkaufen. Dann haben wir unser Jewel auch schon wieder raus. Ich würde mal direkt noch ein Jewel einsetzen. Aber dann tatsächlich für den Speed-Bonus. So, dann müssen wir das Auto einmal rausnehmen. Dann können wir... Habe ich jetzt 2 Jewels da? Okay. So, dann let's roll. Sie haben voll wenig Hitpoints, aber sie werden einfach nicht getroffen, ne? Ah, okay, jetzt schon. So. Vielleicht... Lass ich den Fire Dancer einfach drin? Weiß ich nicht. Bin ja nicht so ein Riesenfan von. Bräuchten halt auch nochmal Rüstung, die wir mitnehmen. Level 4. Achso, raus wollte ich gar nicht. Würde natürlich auch Sinn machen, gerade nochmal irgendwie Gebäude mitzunehmen, wenn wir schon dabei sind. Du bist jetzt wieder deaktiviert, dann kann ich dich auch mal wieder aktivieren und locken. Zumindest ein bisschen Health Bonus. Will ich einen Zombie mitnehmen? Weiß ich nicht, lass mal machen. Schmeißen wir einen Fire Dancer dafür raus. So. Und nehme dich dafür mit. Keine Ahnung, ob da was taugt. Wir werden es rausfinden. Wie er sich von den Waffen her einfach total einreiht. Schön. Nur, dass seine halt nicht gelevelt ist. Okay. Wir kommen jetzt immerhin schon mal im Bereich 5. Das ist doch okay. Im dritten Run. Kann sein, dass wir das sogar relativ zügig durchkriegen. Mal gucken. Also die Sache ist halt, wir werden auch wahrscheinlich in diesem Run noch nicht das dritte Gebiet schaffen. Von daher können wir eigentlich relativ fix resetten, wenn wir den Graveyard geschafft haben. Also da gehen dann halt durchaus mehrere Resets am Tag, oder? Weiß ich nicht. Kann ich noch nicht so wirklich einschätzen. Aber knapp 14-fach Speed macht es schon ganz angenehm. Hattet ja an Arbeit aus mehrere Resets, ja. Dafür habe ich aber halt auch 5 Tage lang gar keinen Reset gemacht, ne? Muss man halt auch bedenken. Hm.
Nur die Mimik, der mit. Wir brauchen halt definitiv Rüstung, ne? Ohne kommen wir jetzt halt nicht wahnsinnig weit. Dafür haben die einfach zu wenig Hitpoints und zu wenig Defense. Okay, man schon mal einen Ring, das ist schon mal ganz nice. Ja, aber da können wir gegebenenfalls auch gleich beim Händler was mitnehmen. Sollen wir mal gucken. Also es droppt halt auch viel Stuff, aber es ist halt so, das alles aus dem Inventar auszusortieren, ist halt so, nee, da verkaufe ich es irgendwie lieber. So, damit schon wieder zu langsam, wenn man die Hand nicht an der Maus hat. Verdammte Mimics. Wie der Ladescreen halt echt länger dauert als der Run gefühlt. Irgendwie finde ich das mit den Boost Jewels ganz cool, gerade zu Anfang. Und dadurch wirklich halt so den zähen Teil echt gut beschleunigen kann. Und das kostenlos quasi. Also halt ohne Echtgeld. Obwohl du weiter bist als ich, habe ich definitiv mehr Ahnung. Eher was einfach daran liegt, dass ich an sich auch schon viel weiter war. Also ich war halt schon in der zweiten Dimension. Ich habe halt nur fürs Let's Play einen neuen Spielstand angefangen. Also auch zweite Dimension ist nicht weit. Aber ja, habe zumindest schon ein bisschen mehr gesehen als im Spielstand hier. So, wir brauchen auf jeden Fall mal irgendwen, der diesen Ring trägt. Und das bist du. Perfekt. Dann würde ich, glaube ich, schon auf eine bessere Waffe warten. Aber wir müssen das hier mal leveln. Als Shield of Time. Das wäre halt beständig, aber es hat kein Prefix. Lohnt eigentlich nicht. Kann das irgendwer tragen? Jo, der Zombie, perfekt. Moment, kompären wir nochmal. Es gibt halt echt so einen Anzeigebug, ne? Eben beim ersten Vergleich war das so, okay, alles Stats krass besser und jetzt ist es halt weniger. Also es ist halt natürlich immer noch besser als sein Furcoat, aber manchmal lohnt es sich halt echt, wenn irgendwie so eine ganze Palette an Boni da steht, nochmal zu aktualisieren und zu gucken, ob das wirklich so ist. Okay. Krass, der Zombie kann ja fast alles tragen. Wo ist er denn? Ach, krass. Okay, der kann die guten Helme nicht tragen. Und was fehlt denn da? Ah, Stäbe. Zauberstäbe kann er nicht tragen. Okay, das macht Sinn. Hier fehlt doch auch noch irgendein Item, oder? Ach, das ist die... Ja, okay, das ist die Klaue, die nur Tiere tragen können. Der Beholder ist halt richtig schäbig. Er kann halt Helme tragen und ein Halsband. Ich weiß nicht, wo er ein Halsband trägt und auch nicht, wo der sich, also ein Ring kann er sich vielleicht auf so einen Tentakel stecken, aber schwierig. Aber okay, rüsten wir erstmal aus. So, du kriegst Ditte. Das bringt da am meisten. Die Wormhide Boots kannst nur du tragen. Apprentice Code ist gar nicht mal so gut. Egal, machen wir mal so. Und das ist fast überall gleich, kriegt auch der Zombie. So, dann verkaufen wir Ditte mal. Dann haben wir immer noch ein bisschen Geld. Können wir inzwischen wieder refreshen? Können wir, machen wir mal. Die Leatherhood kann halt safe irgendwer tragen, die Roguehood kann safe irgendwer tragen, die Sandalen kann mit Sicherheit irgendwer tragen. Kriegt noch irgendwer was für die Full Plate Mail? Musste ich mal mit dem Ingame Solitär auseinandersetzen. Ich lieb's ja. Also es ist halt einfach nur ein Solitär, ne? Das Ding nehmen wir mit.
das jetzt gerade gekauft oder nicht? Ah, das war die andere Rüstung, okay. Der Zombie hat noch keine bessere Waffe, ne? Dann kriegt er jetzt das Ding mal mit, weil das bringt auf jeden Fall noch Goldfeind. Und das Ding können wir wahrscheinlich auch relativ günstig mal 7 Stufen aufpowern. Dann bringt das nämlich 6% Gold mehr und macht ganz nett Schaden. Dann kann das einfach weg. Leatherhood bringt überall gleich viel Death. Rogue's Hood bringt krass viele Stats. Okay, spannend. Sandalen kriegst du mal. Und die Enchanted Tunic kriegst auch du, I guess. Achso, dann kriegt die Apprentice Robe wer anders? Ne, die ist dann leider einfach furchtbar. Naja, gut. Passt schon. Okay, aber dann haben wir jetzt zumindest ein bisschen bessere Stats. Deutlich mehr Leben. Ich muss aufhören, mir im Bad rumzufummeln. Es tut mir leid, ich habe mir das total angewöhnt. Verteidigungswerte sind ein bisschen mickrig, aber besser als nichts. Let's roll. Schon einfach aussieht, als würde er so eine riesige Gurke in der Hand halten. Schon schwierig. Also einfach so eine fette, eingelegte Cornyshow. Und damit halt Wölfe und Bäume verprügeln. Das, ja, klingt vollkommen realistisch. Wen haben wir denn gerade verloren? Wer steht denn da eigentlich? Schon wieder völlig vergessen, was wir für Champions haben. Ah, die Mumie. Ja, okay. Na, aber da geht doch ein bisschen was. Bringt uns auf jeden Fall schon mal weiter als eben. Bringt damit auch mehr XP. Das ist doch alles hübsch. Gleich mal gucken, wie viel Time-Mana ich kriege, wenn wir die Bossgegner nicht machen. Okay, noch ein episches Item. Oh, wir müssen den Ring auf jeden Fall ausrüsten. Hab ich gerade gar nicht. Habe ich den Ring ausgerüstet? Müsste ich eigentlich, oder? Oder nee, ich habe nicht ins Inventar geguckt, glaube ich. Ne, wir haben alles direkt aus dem Shop. Nee, doch, muss ich ja. Wir haben nicht aus dem Shop ausgerüstet. Ich bin so verwirrt gerade. Irgendwer müsste den Ring tragen. Hast Solitär vor 20 Jahren das letzte Mal gespielt? Ja, aber es ist halt einfach ein paar Karten aufeinander, die zusammen den Wert 13 ergeben. Also halt ein König ist 13, eine Dame und ein Ass ist 13, Junge und 2 ist 13, 3 und 10, 4 und 9, 5 und 8, 6 und 7. Und das ist es dann halt auch. Also mehr steckt da halt nicht drin. Das muss doch jetzt eigentlich... Ah, okay, der Hunter trägt den zweiten Ring. Okay, perfekt. Fine. So, wie viel Time-Mana kriege ich denn hier eigentlich? ...25. Okay, das ist erbärmlich wenig. Es lohnt halt nicht so richtig. Ich hatte halt überlegt, ob es eventuell was bringt, dass wir hier nur die beiden Time-Mana-Boni mitnehmen und dann resetten und nochmal gucken, ob wir eine bessere Alternate-Timeline bekommen mit mehr Time-Mana-Bonus. Aber für 50 Time-Mana resette ich nicht. Das lohnt nicht. Also dann müssen wir zumindest schon noch den Boss vom Graveyard und den Boss vom Forest mitnehmen. Sonst macht das keinen Sinn. Ja. Dammit. Halt immer, wenn ich irgendwie auf einen anderen Screen gucke oder gerade was trinke oder mir den Bart kratze oder keine Ahnung was, spawnt eine Mimik. Unfassbar.
Okay, immerhin bis 7-7. Noch ein Ring. Ja, den equippen wir einfach mal direkt. Den kriegst du. Haben wir das auch direkt freigeschaltet? Kriegen wir hier mehr als 25? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Kriegen mehr Wizard Power XP. Vielleicht können wir damit noch was Sinnvolles anfangen. Da haben wir jetzt immerhin 555. Was kostet ein zweiter Slot? 300. Sehe ich mich. Und das Ding kostet zum Unlocken 500. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen sparen. Alles klar. Warum ich den Skill haben will, einfach weil er sagt, dass man einen Helden wiederbeleben kann mit auf der ersten Stufe 20% der maximalen Hitpoints und es hat eine 20% Chance, dass sich das halt automatisch aktiviert. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich war gerade irgendwie bei thematisch automiert und dachte mir so, nein, Moment, das macht überhaupt keinen Sinn. Also das aktiviert sich automatisch mit einer 20% Chance, wenn der letzte Champion stirbt. Und es kann halt sein, dass der direkt wiederbelebt wird. Also es ist noch so ein bisschen Survival. Und es wird dabei vor allem nicht verbraucht. Also das kann theoretisch auch 10-mal in Reihe triggern. Das ist halt ganz nice. Und man kann eben die Prozentchance, also die Prozentchance und die Prozent-Hitpoints noch, dann das steigt mit den Leveln. Dafür ist es halt ganz nice. Das fand ich auf jeden Fall in meinem vorigen Spielstand sehr nice. Von daher würde ich das gerne beibehalten. Ich nehme hier erstmal die Gems mit. Cool, da hatte ich nicht mal Zeit, den Wizard anzuklicken. Nun. Sad. Vierte Waffe, oder? Das sind 5 Gems. Und wir haben 135 Gems jetzt. Ah, wobei, wir könnten natürlich mal gucken, ob wir nicht den Windmage hatte ich, glaube ich, schon mal mitgenommen. Beim Mystic und beim Scout bin ich mir gerade nicht sicher. Glaube ich beide nicht. Recruit. Haha. Nice, der bringt auch direkt 2 Boni, weil es Level 11. Den Scout haben wir mal nicht auch noch. Der ist teuer. Habe ich so viel Geld? Nee. Da müssen wir gerade noch mal ein bisschen farmen. Okay. Dann rein in den Aal. Also ich könnte auch einfach einen Boost Jewel verkaufen, aber meh. So wichtig ist es dann auch nicht. Okay. Ich bin einfach zu langsam für die Mimics bei fast 14-fach Speed. Oder meine Helden killen die anderen Monster einfach zu schnell. Zombie dodgt einfach alles. Na gut, dass der Zombie im Graveyard klarkommt, ist jetzt irgendwie wenig verwunderlich, ne? Aber krass, wie lange der alleine noch durchhält. Okay. Hat einfach mal doppelt so viel XP bekommen wie die anderen beiden, die so früh verreckt sind. So, kann das wer tragen? Der Zombie, Überraschung, dann ist er noch stärker. Ja gut, dann wir farmen. Es hilft ja nichts. Werde einfach keine Mimik kriegen, solange der Time Boost läuft. Not gonna happen.
Ich habe keine Ahnung, was sie gedroppt hat, aber ich habe sie bekommen. Immerhin. Und noch eine. Da stand es jetzt mit bei. Die hat 5000 Gold gedroppt, okay. Die andere hat, glaube ich, einfach nur eine von den beiden Truhen fallen lassen. Auch weird, dass eine Truhe aus einer Truhe droppt, aber... Okay, die sind aufgestiegen. Reicht das? Nee, ne? Nee, knapp noch nicht. Können wir gucken, vielleicht schaffen wir den ersten Boss sogar schon. Zombie haut ja inzwischen ganz gut rein. Aber wir können vor allem einfach mal Equipment leveln. Das würde halt auch schon was bringen. Ja, ich glaube, das mache ich gleich mal. Ist mir auch, glaube ich, fast wichtiger als der Scout. Einfach ein paar Punkte in Eye-Level stecken. Bringt uns eher weiter. Als irgendwie insgesamt 20% Stat-Boni. Der Helm haut halt richtig viel raus jetzt. Okay. Zombie einfach One-Man-Army, so ungefähr. Trifft halt zu selten, das ist so ein bisschen sein Problem, aber ansonsten. No, der Speedboost ist durch. Wie langsam es einfach direkt ist, ne? Boah. Gibt's einen Stat, der Trefferchance macht? Gibt's Accuracy? Muss ich gleich nochmal nachgucken. Also es gibt Crit-Chance, das weiß ich, aber allgemeine Trefferchance? Oder hängt das von Agility ab? Jetzt stirbt doch endlich. Danke. Hier noch was bei? Nee, okay. Ist hier eigentlich irgendwas reingespült worden? Nee, ne? Okay, zumindest nicht an Equipment. Was wollte ich jetzt nachgucken? Bra, ich hab's vor 20 Sekunden gesagt, ich wollte irgendwas nachgucken. Ich hab's total vergessen. Holy shit. Ah, Stats Accuracy, danke. Oh Gott, ey. Mein Gehirn. Dann war es nicht wichtig, doch schon. Hier steht das nicht mit bei, ne? Ja, das ist immer, dass man das... Also den Stat an sich gibt's nicht, aber gibt's sowas wie Trefferchance. Dodge, Crit, Ambush, Loot, Resistance, Turn Order... Ah ja, doch, hier Accuracy. Geht auch über Agility. Alles klar. Ja gut. In that case... Nehme ich den jetzt doch mit. Dann trashen wir dich und dich und dich direkt auch wieder. Das ist schon okay. Haben dafür jetzt aber hier einfach den Scout mit drin. 10% in, 15% Agility. Ja, und Eye-Level wollte ich erhöhen. Das habe ich auch tatsächlich noch im Kopf. Dafür habe ich jetzt nur wahrscheinlich einfach nicht mehr genug Gold, weil ich den Scout dann doch mitgenommen habe. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich nochmal einen Run machen.
Das reicht nicht, um das zu machen, was ich wollte, aber okay, passt schon. Lass das mal so machen. Ich bin überlegen, ob ich noch einen Boost Jewel nehme, ne? Aber eigentlich ist es schon ein bisschen Verschwendung. Okay, machen wir im Stream gleich nochmal ein bisschen was anderes und in der Zeit kann das hier einfach ein bisschen idlen. Und dann gucken wir nachher nochmal rein, das ist schon okay. Dafür ist halt auch ein Idle Game. Wobei, mal gucken, vielleicht schaffen wir den Boss ja, aber ich sehe es irgendwie noch nicht. Sache, der Zombie hatte auch inzwischen einfach 8-mal so viele Hitpoints wie der Barde. Zumindest solange der Barde den Boost nicht hat. Ah, der Zombie hatte aber auch einen Hitpoint. Aha, okay, okay. Tatsächlich ist es... Okay, er boostet. Okay, oh Gott. Zu viele Boosts. Boost, ja, auf jeden Fall. Monster Kill. Jetzt kriege ich direkt mal 3 Gems aus der. Heißt sie denn? Aus der Mimik. Genug Zeit habe, sie anzuklicken. Ah, gut, ich glaube, wir kriegen genug Gems ran. Ich hole mir gleich noch ein 4. Item, oder? Jetzt gleich mal gucken, was wir haben. So, den debuffen wir mal und dann, ja, easy. Easy money. So, das sind nochmal 75 Time Mana, das ist ganz neat. Dann haben wir auch ein bisschen... Wow, wir haben voll wenig Geld bekommen. Okay, ich habe aber auch super viel Trash, den ich verkaufen will. Nicht das alles. Uns fehlt halt schon auch noch viel Equipment, ne? Uns fehlt ein Helm, 2-mal Schuhe, 3 Schilde. 3 Schilde ist vor allem ein Punkt. Bringt halt nur nichts. Shield kann auch wieder keine Sau tragen. Kommen wir zumindest mit den Leather Jackboots irgendwie weiter. Jo. Das ist auch was. Horned Helm? Nein. Okay, kriegen wir noch Schuhe für den Barden? Nein. Rüstung tragen alle? Jo. Das mal so. Dann machen wir das mal so. Überall ein Level drauf. Ist jetzt nicht ultra viel, aber let's go. Und dann vielleicht müssen wir auch gar nicht so viel idlen. Vielleicht gehen wir auch einfach mal hier hin und gucken mal, wie weit wir kommen. Zwischenzeit kann ich tatsächlich noch mal was nachgucken. Das wird wahrscheinlich noch nicht gehen. Okay, da muss ich gleich noch mal in Ruhe drauf gucken. Jetzt packen wir den Boss hier.
wenn wir den Skill aktivieren können. Kommen wir überhaupt bis dahin? Achterboss ist easy. Wenn sie treffen, hauen sie halt schon gut rein. Inzwischen. Also die Monster. Das heißt, der... Was ist denn hier eigentlich der Boss? Ach, diese komische grüne, was auch immer, Dinget, ne? Frankensteins Klobürste oder whatever it is. Ne, da wird uns schon relativ easy one-shotten, glaube ich. Also hinkommen könnten wir durchaus. Ist ärgerlich, dass wir schon einen Helden verloren haben, aber... safe nicht genug Schaden machen, dafür heilt er zu viel. Erst recht nicht mit zwei Champions. Cool, und das bevor der Skill fertig ist. Ja, okay. Haben wir ihm auch einfach nichts abgezogen. Also wir hätten seine Defense nochmal senken können, aber schwierig. Sehe ich jetzt noch nicht so unbedingt. Da haben wir jetzt auch nichts wirklich Dolles bei rausbekommen. Wir können nochmal alles irgendwie ein Level pushen. Nochmal versuchen, aber danach würde ich wahrscheinlich tatsächlich irgendwie eilen lassen. Oh Gott, und dann mache ich mir, glaube ich, gleich mal einen Kaffee. Das klingt irgendwie nach einem ganz guten Plan. Willst du denen nicht noch Ringe geben? Ja, aber ich habe keine. Also ich könnte halt Ringe kaufen beim Jeweler. Aber es halt so, lohnt halt nicht wirklich. Also so Ringe mit einem Stat drauf ist halt so, ey. Also ich könnte ihnen allen theoretisch ein bisschen Defense geben, dafür wäre es okay. Wobei zwei tragen sowieso schon Ringe. Hat halt eher gehofft, dass wir ein bisschen mehr Loot-Glück haben und ein paar mehr Legendaries finden, aber vielleicht auch nicht. Ungünstig, dass die Mumie die Waffe hat. Die greift irgendwie immer als letztes an. Irgendwie sinnvoll, vielleicht mal die Waffen zu tauschen. Wenn wer anders die Gurke tragen kann, das ist jetzt natürlich die Frage. Also es ist halt schön, dass die Mumie das Schwert zum Sweepen hat. Also das Schwert, was halt tendenziell alle Gegner auf einmal trifft. Aber die Mumie ist auch die, die als erstes stirbt und die, die als erstes angreift. Das ist halt irgendwie eher unpraktisch. Wir hätten halt tendenziell weniger Probleme, wenn das Schwert irgendwer hätte, der früher angreifen würde und später stirbt. Gleich mal gucken, ob ich da noch irgendwas hin und her wechseln kann.
Hunter geht auch drauf. Okay, du überlebst die auf jeden Fall, aber du überlebst den Boss halt auf gar keinen Fall. Oh. Damn it, das hätte klappen können. Hätte nur noch einmal dodgen müssen. Okay, gucken wir mal, was wir mit den Waffen machen können. Unequip du mal deine Waffe und unequip du mal deine Waffe. So, du kannst doch safe das Ding tragen. Ah, wir können einfach direkt tauschen? Okay, 40. Das ist doch okay. Ja, aber, aber gut ist es auch nicht. Aber das Ding kann halt... Na, du könntest es tragen. Das macht weniger Attack. So viel weniger Attack als der Bogen. Ja gut, dann kann das total so bleiben. Okay, dann probieren wir es nochmal. Schauen wir mal. Jetzt sollten wir nämlich tendenziell durch die... Okay, es liegt einfach daran, dass die Waffe an sich zu wenig Agility... Wobei, der Zombie greift jetzt zumindest nicht als letztes an. Ein Zombie könnte schon noch mehr Agility gebrauchen. Der bufft sich auch einfach selber zu oft. Das ist halt so, Gucken, mit wie vielen Leuten wir beim Boss ankommen und ob der Skill dann refreshed ist, aber das sollte eigentlich passen. Zur Not nehme ich halt den Autofight-Modus ein bisschen raus und wir sitzen das aus, das geht dann schon. Song wechseln, es tut mir leid. Also, na. Da können wir bitte nicht permanent auf einer Taste auf dem Klavier rumhämmern. Okay. Verlieren tendenziell wieder die Mumie als erstes, aber das ist fast okay. Ja, wobei, mal gucken. Also macht sich schon bemerkbar, dass wir die Waffen getauscht haben. Also kann jetzt auch einfach ein bisschen Glück sein, aber tendenziell treffen wir einfach häufiger mehr Gegner auf einmal. Ah, Mist, da ist der Skill noch nicht ready. Da habe ich nicht drauf geachtet. Jetzt machen wir zu wenig Schaden, oder? Nein, es passt einfach. Nice. Sogar ohne Skill. Sehr gut. Das sind nochmal 100 Time-Mana. Ja, und dann können wir halt auch einfach gehen. Also ich würde jetzt vielleicht... Ich habe super wenig Geld. Was hätte ich denn gern für eine Base Weapon? Zweifelsfall schon einfach ein Dolch, ne? Das kann jeder tragen. Macht halt wenig Schaden, aber kann halt, also bis auf Tiere kann das, glaube ich, jeder equippen. Dann würde ich jetzt einfach, oder würde ich noch einen Bogen mitnehmen? Lass mal gerade gucken, wer kann denn so alles Bögen tragen? Also bis auf Heavies und Mages auch jeder so ungefähr. Ja, okay, das passt schon. Dann nehmen wir den Bogen.
und schmeißen nochmal Gems raus. Ah, shit, dafür müssen wir tatsächlich noch einen Run machen. Ist ja, wobei, vielleicht können wir auch einfach... machen wir Remove All. Remove All. Einfach mal das ganze Equipment ablegen. So, und dann können wir nämlich einiges verkaufen, das nicht. Wo ist denn eigentlich meine andere Waffe? Meine vierte? Also nicht der Mace, sondern die vier. Habe ich die beide weg? Warte mal. Habe ich die beide in Storage gepackt? Ja, okay. Du bist im Storage, das ist okay. Dich können wir noch verkaufen. Oh, hier war einfach noch ein Ring. Spannend, wie kam der denn dahin? Na gut. So, dann ist das alles hübsch. Dann würde ich jetzt tatsächlich nochmal ein Scholar's Uber of Time machen. Ich das für eine sinnvolle Sache halte. Dafür müssen wir aber den Enchanter bauen. Ah, shit. Das können wir nicht, ne? Müssen wir doch noch einen Run für machen. Ja, das war jetzt unclever. Ja, fuck it. Verkauf halt das Boost Jewel. Oh, es reicht trotzdem nicht. Ich kotz ab. Okay. Gut, es fehlen ungefähr 11.000 Gold. Die machen wir jetzt noch schnell. Von meinem Bartstoppel im Mund. Hm, darüber freut man sich. Ist natürlich cool, dass die jetzt einfach alle gar kein Equipment haben. Was schon eher dumm ist. Also ich hätte wenigstens die Waffen geben können, aber okay, passt schon. Nee, passt eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Wobei, nee, es wäre halt... Ja, komm, weißt du was? Wir machen das anders. Und das beim Timer, wenn wir die verkaufen? Aber auch Gold. Okay. Was können wir denn hier noch so verkaufen? Das bringt nicht genug Gold. Gosh dang it. Ist doch nicht warm. Okay, das bringt super wenig Gold. Ja nun, dann in dem Fall Equip. Equip. Gucken, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Vor allem haben wir jetzt schon 5000 Gold ausgegeben, um auf dem Level zu starten. Ich hoffe, die kriegen das wieder rein. Und ich habe die Sweep-Waffe natürlich wieder dem Falschen gegeben. Unglaublich. Ja, das war schon alles irgendwie extrem unclever, was ich hier gemacht habe. Ja, ganz ehrlich sagen. Ich habe die Mimik doch noch geklickt. Dreck. Wahrscheinlich würde eine Legendary-Kiste schon reichen, um unser Problem zu lösen. Dann gucken wir mal. Ich hätte einfach noch einen normalen Run machen sollen, bevor ich angefangen habe, alles zu verkaufen und zu beschließen, so, okay, reicht jetzt. Das wäre alles so viel smarter gewesen, aber nun ja.
habe auch völlig den Überblick verloren, wie viel Gold wir brauchen. Wir brauchten 11.000, glaube ich, haben aber um die 5.000 ausgegeben. Das heißt, wir brauchten 16.000, davon haben wir jetzt ungefähr 10.000 eingenommen. Irgendwie so, das heißt, wenn wir hier so, na sagen wir mal 13.000 haben, sollte es passen, glaube ich. Speedboost wieder. Ja, okay, aber mit den Items, die wir verkaufen, könnte das fast schon passen. Sollte eigentlich... Ja, jetzt haben wir da auch gleich 13.000. Okay, komm, wir gehen einfach mal raus. Ja, easy. Okay, easy money. So, dann können wir den jetzt nämlich noch... Nein, nicht den. Den noch einmal leveln. Brauchen. Den Gem Enchanter. Und hätten dann ganz gerne einen Scholars of Time. Das kostet nur 70 Gems? Okay. Warum nur 70? Sonst hat das immer... Hat das nicht vorher 85 gekostet? Oh, ich nehme es auch für 70, ne? Kein Ding. So, sehr gut. Okay, und dann können wir da zumindest noch irgendwie 3 Item-Level reinstecken. Nice. Soweit, so gut. Time Warp. Yes. So, was bringt die Alternate Timeline? No Time Mana is awarded. Warum sollte ich das machen? Also später bringt das bestimmt eine gute Sache, weil halt Unique Equipment. Aber im Moment ist halt so, ja, nee, machen wir halt mal nicht. Machen wir einfach mal nicht. Stattdessen mache ich da für YouTube einfach mal eine neue Folge draus und sage vielen Dank fürs Zugucken bis hierher, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.